Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Factorio. Mit mir, dem Doskias. Beim letzten Mal haben wir ja eine kleine Automatisierung gestartet, indem wir Strom erzeugen und mithilfe des Stroms wir dann elektrische Erzförderanlagen betreiben, um Kohle und Eisenerz schon mal abzubauen und das Ganze hier dann in Eisenplatten automatisch zu schmelzen. Unsere nächste Aufgabe wird sein, auf jeden Fall die Automatisierung weiter voranzutreiben. Dazu brauchen wir auf jeden Fall eine Menge Kupfer, eine Menge Eisenplatten und eine Menge Zeit. Des Weiteren müssen wir schauen, dass wir hier eine kleine Strukturänderung vornehmen. Aber zuerst hätte ich gesagt, ja, zuerst erstmal dieses Holz hier weg. Denn ich möchte meine Fabrik weiter in die Richtung hier ausweiten. Und dazu brauche ich Platz und Schmelzöfen. Können wir auch gleichzeitig noch ein bisschen Stein holen. Das Holz brauche ich eh nicht. So, zack, zack. Eisenplatten wieder nehmen. Denn ich sehe, ich habe eh keine... Ah doch, Fließbänder habe ich noch ein paar. Gut. Denn ich möchte nämlich, wie ich das Ganze schon mal erklärt habe, die Rohstoffe jeweils separat auf einem Fließband haben. Sprich, Eisen auf beiden Fließbändern, so wie es jetzt hier schon ist, und Kohle dann auf dem Fließband haben. Und dazu brauche ich aber größere Knickarmroboter. Um die zu bekommen, kann ich euch gleich mal die Forschungsleiste zeigen. Oder den Forschungsbaum nennen wir es mal. Und dann haben wir hier Automatisierung. Bekommen wir einmal Montagemaschinen Stufe 1. Und große Knickarmroboter. Und genau diese möchten wir haben, denn mit Hilfe dieser großen Knickarmroboter, die setzen wir hier hin und es wird dann von hier unten quasi abgenommen vom Fließband. Aber um das forschen zu können, brauchen wir erst einmal ein Wissenschaftslabor und wir brauchen 10 Wissenschaftspakete. Das lassen wir jetzt einfach mal hier so nebenher bauen. Während ich das Ganze hier einfach noch ein bisschen erweitere, um mehr Eisenplatten zu bekommen. Jetzt brauche ich natürlich noch ein paar Knickarmroboter. Deswegen tue ich nochmal kurz das hier raus. Und mache davon 2 rein. Jawohl. Einmal hier, einmal hier. Zack. Und das Ganze bekommt noch Strom. So. Dann haben wir hier gleich schon mal eine etwas schnellere Eisenplattenproduktion. Und hier kommt jetzt das Forschungslabor hin. Wir nehmen die Automatisierung und können das Ganze ja erstmal mit Wissenschaftspaketen forschen, befüllen. Das ist natürlich zu Anfang etwas mühselig, aber Factorio wäre nicht Factorio, wenn wir das Ganze nicht selber später auch automatisieren können. Das braucht aber noch ein bisschen Zeit. Zuerst einmal forschen wir einfach nur, um unsere großen Knickarmroboter zu bekommen. Während wir das machen, können wir hier eigentlich schon umstrukturieren. Beziehungsweise, ja doch, ja, das ist jetzt zwar schwachs, naja, nee, ich hätte auch einfach angefangen, das leer machen können. Ich wollte es eh etwas versetzen, weil ich möchte natürlich auch hier Fließbänder haben, die dann das Ganze abtransportieren. Und dann wäre das ganze Wasserchen hier im Weg. Hier ist zwar ein Fels, das ist aber nicht ganz so tragisch. Ich werde das Ganze jetzt erstmal nochmal abreißen. Wie gesagt, abreißen ist nicht so problematisch. Wie ihr seht, alles was da drin ist, bekomme ich so oder so wieder. Also habe ich hier quasi keine Verluste. Gut, ich habe Zeitverluste natürlich. Aber das ist jetzt nicht ganz so tragisch. So. Denn ich möchte hier ein Fließband haben. Ja, doch, das könnte passen. Ich möchte hier ein Fließband haben, das nur Kohle hat. Und ich möchte hier ein Fließband haben, das nur Eisen hat. Und später kommt dann hier noch eine Kupferschiene hin. Dass ich quasi hier einmal die
Eisenplattenproduktion habe und hier einmal die Kupferplattenproduktion habe. Damit wir hier auch beide Fließbänder gleichzeitig befüllen können, werde ich hier diese Erzanlage nochmal abreißen. Den Strom hier auch nochmal abreißen. Und ich, hier ein bisschen umbauen. Und hier einfach sagen, okay. Zack, zack. Der reicht dafür und der reicht hierfür. Gucken wir mal, wie das kommt. Das kommt so rum. Wow, wunderbar. Genauso habe ich mir das gedacht. Und somit haben wir beide Seiten befüllt. Oder sind, eher gesagt, beim Befüllen. Dann können wir hier unsere Öfen hinsetzen. Diesmal aber um ein Feld versetzt. Da ich sonst keinen Platz für den Strommast mehr habe. Da ich ja zwei Knickarmroboter habe. Und wenn ich den Strommast hier hinsetze, habe ich auf der unteren Seite keinen Strom mehr. Und das hier ist eigentlich die perfekte Position. Das kann ich hier auch gleich machen, indem ich das hier in, warte, jetzt muss ich kurz nachdenken, dass ich das nicht falsch mache. Aber so. Ja, doch so für später, wenn ich dann hier weitere Öfen hinsetze für die Schmelzen, für die Kupferplatten. Das habe ich natürlich vergessen, ich depp, die letzten vier Forschungspakete da reinzusetzen. Das war natürlich besonders klug von mir, aber ich kann schon mal hier die ersten Knickarm-Roboter hinsetzen, dass da schon mal zumindest Eisen reinkommt. Und dann fehlen eigentlich nur noch die großen Knickarm-Roboter, die Kohle griffeln. Und dann haben wir hier schon mal eine etwas bessere Optimierung von Fließbändern und von Eisenplattenproduktion. So, jawohl. Können wir auch gleichzeitig die nächste Forschung starten. Und zwar die Logistik. Da bekommen wir einmal schnelle Klickarmroboter. Die sind im späteren Spielverlauf sehr, sehr wichtig. Und wir bekommen unterirdische Fließbänder. Und Teilerfließbänder. Zu Teilerfließbändern komme ich später. Aber auch sehr wichtig. Deswegen forschen wir das Ganze jetzt. Dazu brauche ich aber natürlich wieder Forschungspakete. Aber erst möchte ich mal noch vier große Knickarmroboter bauen. Und dann können wir hier schon mal fünf Stück einordnen. So. Und wie ihr seht, ist das, es funktioniert einfach wunderbar. Und somit haben wir jetzt erstmal unsere Eisenproduktion wieder am Laufen. Hier kann ich schon mal das erste Wissenschaftspaket reinsetzen. Und das zweite. Vielleicht gerade noch mal eins bauen. Und dann widme ich mich mal der Kupferproduktion. Denn die Kupferproduktion hier hinten läuft erstens nicht und zweitens ist sie nicht automatisiert. Das heißt, wir bringen erstmal da hinten Strom hin. Eine leichte Übung. Dann können wir das hier abreißen. Und das hier unterbreche ich erstmal und setze es dann nach hinten. Denn ich brauche erstmal meine elektrischen Erzförderanlagen. Dann setzen wir eine hier hin. Dann haben wir dieses ganze Gebiet. Und wir setzen eine hier hin. Somit haben wir hier komplett alles am Abgriffeln. Jetzt muss ich nur eben mal gucken, wie die genau rauskommen. Beide oben. Das ist sehr gut, weil dann kann ich das einmal so machen. Einmal so machen. Perfekt. Dann haben wir auch wieder beide Seiten. Jetzt gehen uns die Fließbänder aus. Das ist kein Problem. Ja, da brauchen wir jetzt erstmal einige. Kann ich gleich mal noch schnell, während ich die Fließbänder baue, die Forschung nochmal antreiben. Ich habe es leider nicht mitgezählt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Forschungspakete ich noch brauche. Aber ich kann schon mal auf jeden Fall. Ja, das ändern wir. Das ist blöd, weil das Eis muss ja auch abgebaut werden irgendwann. Dann nehmen wir jetzt einfach einen kleinen Umweg in Kauf. Natürlich ist der Baum im Weg. So. Die
Fließbänder reichen einfach nicht. Das ist echt phänomenal. Es gibt in diesem Spiel eigentlich fast nichts Wichtigeres als Fließbänder. Das ist... Klingt komisch, aber das ist echt so. Gut, später gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten als Fließbänder, aber das ist wirklich sehr, sehr viel später. So, das setzen wir so hin. Dann setzen wir das so hin. Und während das geforscht wird, kann ich eigentlich hier schon mal 1, 2, 3, 4 Schmelzöfen hinsetzen. Ach nee, Quatsch. Ist eh voll. Gut, können wir einsetzen. Ich brauche Eisenplatten und zwar jede Menge. So. Schmelzöfen haben wir genug. Ich brauche noch 4 davon und 4 davon. Die Strommasten sind schon perfekt gesetzt, wie ich es wollte. Oh, jetzt habe ich nur eins. Jetzt habe ich keinen Platz gelassen für meine Knickarmroboter. Ich verbaue zwar jetzt hier den Stein, aber das ist nicht wirklich tragisch. Ah, doch, jetzt ist die Symmetrie am Arsch. Jetzt muss ich das doch nochmal ändern. So. So mag ich die Symmetrie. So, und dann können wir hier, dass das alles schön symmetrisch ist. So. Jetzt fehlt nur noch die Logistik. Jetzt müssen wir gucken mal, wie viel haben wir noch hier drin? Keine mehr. Das heißt, es fehlen auf jeden Fall noch welche. Brauchen wir einfach nochmal 10. Das reicht dann auf jeden Fall, das weiß ich. Gleich mal rein, dass es gleich wieder weitergeht. Währenddessen können wir eigentlich hier ein bisschen Holz wieder rein tun. Dass wir einfach immer wieder ein bisschen Stein in die Kiste bekommen. Und davon können wir noch welche bauen, damit wir hier unsere Energie noch etwas effizienter nutzen können später. Können wir hier auch gleich nochmal Strommast setzen. Wir sehen eh, dass wir, also wir erzeugen viel, viel mehr als wir brauchen. Der Energieverbrauch ist hier gerade mal bei, ja, so maximal fast 500 kW. Und wir erzeugen gerade mal, ja, wir sind bei einer Auslastung von zwischen 15 und 20% würde ich jetzt mal meinen. Das ist wirklich nichts. Aber trotzdem können wir ja schon mal die Knickarmroboter hier hinsetzen. Denn die befüllen gleichzeitig die beförderten Dampfkessel schon mal und das Spiel ist sehr intelligent, denn die befeuerten Dampfkessel werden erst aktiviert, sobald mehr heißes Wasser benötigt wird. Und mehr heißes Wasser wird erst benötigt, wenn man mehr Dampfmaschinen benötigt. Sprich, mehr Strom braucht. Hier ist das Holz schon wieder alle. Hauen wir Kohle rein. Haben wir genug. So. Gleichzeitig, was mir gerade einfällt, wir müssen schauen, dass wir das relativ schnell forschen alles. Denn, wir haben natürlich auch Gegner. Wenn ich jetzt mal die Karte anklicke, sehen wir natürlich jetzt nichts. Aber wir sehen hier dieses Rote. Rot, das ist die Umweltverschmutzung. Und wenn... Das ist ja alles hier in viereckigen Feldern aufgebaut. Und wenn ein dieser viereckigen Felder in eine feindliche Basis eintritt, werden diese aggressiv. Und dann kann es passieren, dass wir angegriffen werden. Ich kann natürlich hier ein Radar bauen. Das, ja, das ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Den baue ich gleich mal. Und der wird uns quasi nach und nach die Gebiete wieder scannen. Hm, kann ich eigentlich gleich mal Militär forschen. Die Gebiete scannen und dann sehen wir schon mal, ob irgendwo eine feindliche Aktivität ist. Müssen nur gucken, was es an Strom frisst. Das ist, ja, fast so viel wie 7 von den elektrischen Erzfeldanlagen. Aber wir sind noch guter Dinge. Das passt. Das ist kein Problem. So, jetzt kann ich nicht... Die Forschung ist fertig. Wir können den Tunnel bauen. Und ich baue dann nochmal ein paar Forschungspakete. So. Und somit haben wir eine automatische Kupferplattenproduktion. Dann können wir eigentlich jetzt anfangen. Und zwar mit den Montagemaschinen. Montagemaschinen sind auch eine sehr nette Erfindung.
Ich kann der Montagemaschine jetzt quasi sagen, okay, hier, pass auf, du baust Eisenzahnräder. Du brauchst Eisenplatten, kein Problem, die liefere ich dir hin. Und du nimmst die einfach und baust damit dann Eisenzahnräder. Um das Ganze aber zu machen, müssen wir natürlich erst einmal Eisenplatten irgendwo hinbringen, wo wir dann unsere Fabriken hinsetzen können. Demnach brauchen wir wieder jede Menge Fließbänder. Sprich, wir brauchen auch gleichzeitig jede Menge Eisenplatten. Wir haben hier noch, ja gut, jetzt haben wir wieder 354, das ist prima. Gleichzeitig brauchen wir natürlich aber auch Knickarmroboter. Ah. Ja, wir brauchen jede Menge, wie man sieht. Das ist unglaublich. Das Ganze setzen wir uns mal so hin. Und das Ganze setzen wir so hin. Ah, hier ist jetzt natürlich dieser Fels im Weg. Aber dann würde ich sagen, knicken wir einfach mal hier hoch. Das hier sind wir, jawohl. Einmal so und einmal so. Ne, das war eins zu wenig. Gleich nochmal welche bauen. Schon wieder alle verbraucht. So, hier lassen wir frei. Denn wir brauchen später für die Kohle hier noch einen Weg. Denn die brauchen wir später auch. Und dann ist es eigentlich relativ simpel, wenn wir hier alles quasi an einem Strang haben. Dann ist das hier sehr schön aufgebaut. So. Wir brauchen hier insgesamt 8 Stück an Knickarmrobotern. Ah, Kupfer, kein Problem. Haben wir hier zu Genüge. Also 5 Hammer. 3 können wir bauen. Können wir auch gleich wieder ein paar Forschungspakete hier reinsetzen, um das Militär schnell zu kriegen. Denn dann kriege ich eine MG, die ist um einiges effizienter als so eine kleine Pistole. Und dann können wir jetzt hier sagen, so bitte einmal Kupferplatten und einmal Eisenplatten hinaus befördern. Bloß sehen wir nun das Problem, dass das hier alles nur auf einer Seite landet. Das möchten wir nicht, wir möchten eigentlich eine komplette Auslastung der Fließbänder haben, sprich, wir möchten auf beiden Seiten das haben. Und daher kommen wir nun zu den Teilerfließbändern, die quasi das Ganze aufteilen, wie wir hier sehen. Hat es 2 Eingänge und 2 Ausgänge. Dabei spielt es aber keine Rolle, ob wir nur einen Eingang benutzen oder beide Eingänge benutzen. Wir setzen das Ganze einfach hier hin und er teilt dann quasi auf, eins oben, eins unten, eins oben, eins unten. Und somit befüllen wir beide Fließbänder. Das gleiche tun wir hier auch. Und dann haben wir eine komplette Auslagerung des Fließbandes, was auf jeden Fall sehr wichtig ist. Ich hätte natürlich jetzt auch sagen können, okay, ich baue jetzt das Ganze so, dass ich jetzt hier sage, das Fließband und das Fließband verbinden sich mit einem Fließband, dann hätte ich auf einer Seite Kupfer und auf der anderen Seite Eisen. Das Problem ist aber, dass später der Verbrauch von beiden Sachen so hoch ist, dass es nicht mehr ausreichen würde. Und deswegen machen wir das Ganze so. Und dann können wir eigentlich... Ah, die Forschung, jawohl. Maschinengewehr, Schrotflinte und Schrotpatronen. Dann gucken wir mal. Na, das braucht schon Wissenschaftspakete 2. Mauern wären nicht schlecht. Aber zu Anfang brauche ich einen MG-Turm, damit das Ganze hier automatisch stattfindet, falls wir angegriffen werden. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Und damit wir nicht ständig hin und her laufen müssen und ständig Wissenschaftspakete bauen müssen, werden wir das Ganze jetzt in Richtung Automatisierung wieder bewegen. Dazu brauchen wir jetzt diese Montagemaschinen. Kann ich schon mal 2 hier hinsetzen. Oh, da habe ich jetzt, wenn ich jetzt Pech habe, habe ich jetzt Mist gebaut. Wenn ich jetzt hier... Oh nein, ha, zum Glück kann man da nochmal bauen. Sehr, sehr schön. Oh, aber hier habe ich Mist gebaut. Bei... Na gut, ich kann den Arm... Kann ich den hier hinsetzen? Das geht. Ah, aber das geht nicht. Ich bin, wie gesagt, ein Fan von Symmetrie. Sprich, das Ganze muss ich jetzt um 1 versetzen. Ist ärgerlich, aber es geht nicht anders.
Skin. Ah, aber das gefällt mir auch nicht. Ach, ich bin einfach ein Optimist. Ja, Optimist bin ich sowieso, aber... So. Genau, so wollen wir das haben. Und jetzt kann ich den Fabriken sagen, okay, ihr, passt auf, ihr habt Eisen, macht daraus Eisenzahnräder. Und ihr habt Kupfer, gut, macht daraus Kupferkabel. So. Dann brauchen wir gerade nochmal 1, 2, 3, 4, 8 Stück. So. Kann ich auch gleichzeitig hier einen Weg gleich mal hinsetzen. Jawohl. Und uns geht mal wieder die Fließbänder aus. Wen wundert's? Mich nicht. So. So. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall ein Stückchen vorgehen, damit ich später einfach Platz habe, um noch weitere Fabriken hier hinzusetzen. Und... Ah, reicht das? Ja, doch, das könnte erstmal reichen. Für den Anfang auf jeden Fall reicht's. Ist gar kein Problem. So, und hier kommen wieder Eisen und Kupfer entlang. Ah. Ich sehe, der MG-Turm braucht, glaube ich, neue Forschungsmodule. Ich meine natürlich Wissenschaftspakete. So, und damit wir hier das auch wieder haben, dass wir quasi beidseitig eine Auslastung haben, können wir hier auch wieder diese Teilerfließbänder einsetzen. Während das Ganze gebaut wird, kann ich ja schon mal die Wissenschaftspakete... Die Forschung, nein doch, Wissenschaftspakete heißen sie, ne? Ah, furchtbar. Genau, Wissenschaftspakete. Hier wieder reinsetzen. Die Karte hat jetzt hier schon ein bisschen aufgedeckt durch unsere Radaranlage. Ich sehe aber noch keinen Feind. Aber ich sehe, weil es immer wieder aufflackert, wohin unsere Umweltverschmutzung hingeht. Das ist schlecht. So, hier bereite ich mal einfach vor. Für eine spätere Erweiterung, da ich eh Strom hier rüberbringen muss. Es geht uns wirklich alles aus. Nicht mal mehr Holz da. Aber das ist kein Problem, wir haben ja hier genug Wald. So. Das reicht wieder für 10 Strommast. Beziehungsweise ist es hier auch so, dass man pro Strommastbau quasi 2 Strommäste bekommt. Und dann ist es nicht so das ganze Problem. So, wunderbar. Das Ganze setze ich jetzt so hin. Wieder schön symmetrisch. Ah, dann setzen wir das einmal hier hin und einmal dahin. Und ihr seht, es werden Zahnräder gebaut. Es werden Kupferdrähte gebaut. Jetzt noch die Verteiler hinsetzen. So. Wunderbar. Und jetzt können wir uns Richtung Forschung begeben. Dazu brauche ich aber erstmal, ja, wer hätte es gedacht, Fließbänder. Aber diesmal ist es einfacher, denn ich kann jetzt hier einfach die Zahnräder nehmen, die hier liegen. Natürlich Eisen auch noch. Erstmal jede Menge Eisen. Produziert wird eh genug. Die kommen eigentlich ziemlich gut hinterher, finde ich. Und ja, Eisen, Erz haben wir auch noch genug. Also das passt eigentlich alles. Wir können auf jeden Fall schon mal... wieder ein paar Fließbänder bauen, die jetzt auf jeden Fall schneller gehen, weil wir halt schon ein paar Zahnräder haben. Das Schöne ist, wir können uns auch hier schneller bewegen, da das Fließband uns selber auch transportiert. Das ist auch sehr praktisch. Leider natürlich rückwirkend natürlich nicht funktionell. So, ich würde sagen, jawohl, der MK-Turm ist fertig. Verteidigungstechnik, ja, eine Eisenrüstung für den Spieler selbst gibt ein bisschen Widerstände gegen Säure, Explosion und physisch. Es ist nicht viel, aber für den Anfang trotzdem wichtig. Könnte man eigentlich schon fast, ja doch, 2 MG-Türme und ein bisschen Munition bauen. Und dann überlegen wir uns mal, was ist wichtig. Generell
ist die Stromversorgung wichtig und generell. Na, eigentlich, ja, es ist schwer zu sagen, was hier wichtig ist. Ich setze jetzt einfach erstmal hier an die Position. Ja, doch, hier setze ich einen hin. Leider erstmal nur 10 Schuss. Das muss erstmal reichen. Und auf jeden Fall hier an unsere Schmelzöfen kommt ein Turm hin. Ist ganz klar. 8. Auch nochmal 10. So. Perfekt. Und dann können wir jetzt hier erstmal anfangen. Wir wollen ja eine automatisierte Forschung haben. Dazu brauchen wir nicht nur mehr Wissenschaftslabore, sondern wir brauchen natürlich auch Montagemaschinen, die dann quasi unsere Wissenschaftspakete automatisch produzieren. Für die brauchen wir Kupferplatten und Eisenzahnräder. Haben wir beides hier. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass wir das Ganze hier aufteilen. Und so. Ist auch sehr interessant. Wir haben hier ein Riesenmeer, sprich, wir können unsere Fabrik eigentlich. Ja, wir müssen unsere Fabrik quasi irgendwann hier machen wir einen Knick und gehen dann den Weg nach oben. Aber für die Forschung selber können wir auch sagen, wir gehen hier nach unten, ne? Das ist kein Problem. Wir brauchen nur mehr Fließbänder. So. Hoppla. So. Da ich das Kupfer haben möchte, will ich jetzt ja eigentlich nichts bauen, dass das Kupfer stört. Und jetzt kommen wir wieder zu unseren Teilerfließbändern. Da brauchen wir, ja, bisschen Kupferkabel. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, jede Menge Eisen. So. Und dann kann ich sagen, ich brauche Kupfer und ich brauche Zahnräder. Gleichzeitig muss ich natürlich jetzt sorgen, dass ich jetzt hier keine Überkreuzung habe. Deswegen haben wir hier diese wunderschönen unterirdischen Fließbänder. Und dann sage ich einfach mal so, bitte hier gehen wir unterirdisch und gehen hier hin. Eisen geht hier hin, Kupfer geht dahin und Zahnräder gehen dahin. So. Durch die Aufteilung haben wir jetzt hier schon Zahnräder und Kupferplatten. Sehr praktisch, wenn ihr mich fragt. So, und es reicht vollkommen, wenn wir hier alles auf einem Fließband haben für unsere Forschung. Ah, natürlich der Baum. Immer ist irgendwas im Weg. Dann können wir eigentlich gleich mal. Ja, drei sind für den Anfang eigentlich gut. Ich brauche nur wieder wie immer Eisen. Kupfer, ein paar Kupferkabel. Drei sind gut, dann brauchen wir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wir brauchen natürlich auch Labore. Da bauen wir zwei. Eins haben wir ja schon, das können wir dann auch gleich abreißen. So. Dann setzen wir einfach die Fabriken auf die Seite. So. Eine Seite einführen, eine Seite ausführen. Wunderbar. Das Ganze soll hier runter. Und soll hier in die Forschungseinrichtungen geliefert werden. So, einmal hier und einmal da. Sehr schön. Brauchen wir natürlich hier Strom logischerweise. Können wir einmal. Und zack. Müssen wir mal gucken. Ja, den Strom hole ich jetzt mal auf diese Weise. So. Stromtechnisch. Oh, wir sind nah an der Grenze. Das heißt, ich muss mal vielleicht einen zweiten Dampfkessel bauen. Einen dritten eher. Es kann sein, dass ich jetzt durch die ganze Forschung hier natürlich einiges an Strom brauche. Wieso ist so? Wie wir sehen, Forschungspakete, Wissenschaftspakete
werden gebaut. Die brauchen natürlich eine Weile. Und wir haben jetzt auch hier eine Elektrizitätsangabe. Das ist nicht mehr reicht ganz. Das war natürlich jetzt etwas dumm. So viel brauchen wir erstmal nicht an Weg. So. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier, ja, einfach, es reicht schon eigentlich, Dampfkessel hinzusetzen. Das müsste eigentlich reichen. Das kann ich gleichzeitig auch abreißen, brauche ich nicht mehr. So. Ja, die Leistung ist auf jeden Fall wieder gegeben. Strom ist da, Forschung ist fertig, was will man mehr? So, als nächstes müssen wir mal gucken, wir hätten noch die Elektrotechnik. Ist später vonnöten, gerade wenn wir unsere Stromnetze etwas größer haben wollen. Auch für Waffenforschung oder auch für andere weiligen Forschungen sehr wichtig. Logistik, hier kommen wir dann zu schnelleren Fließbändern. Optik, ja, wenn es dunkel ist, ist blöd. Wir haben nur eine Taschenfunzel, deswegen, ja doch, wir forschen jetzt erstmal die Optik. Dann können wir hier auch ein bisschen Lichter setzen. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Setzen wir hier nochmal ein Forschungslabor hin. So. Nochmal einen Knickarmroboter. Wunderbar. Ah, sieht man mal. Hier so. Genau. Und jetzt forschen quasi automatisch drei Forschungslabore. Unsere Forschungen. Und wie wir sehen, wir bekommen zu wenig Eisen. Das sehen wir hier, dass hier das, was hier ankommt, wird gleich weggenommen. Und unser Ersatzvorrat hier hinten wird einfach nicht weiter aufgefüllt. Das liegt einfach daran, dass unsere Öfen einfach zu langsam sind. Beziehungsweise wir zu wenig haben. So, Forschung ist auch fertig. Als nächstes, nee, das können wir noch nicht. Wir könnten natürlich den Kugelschaden oder auch die Kugelfeuerrate erhöhen. Das ist eine etwas größere Forschung, aber wir widmen uns erstmal den Steinwänden, dass wir hier ein bisschen Mauern haben. Sprich, als nächstes werden wir uns der Optimierung der Eisenplattenproduktion widmen. Gleichzeitig werden wir schauen, dass wir unsere Verteidigungsanlagen etwas weiter ausbauen. Und wenn wir das haben, können wir weiter Richtung Automatisierung unserer Fabrik gehen, sprich elektronische Schaltkreise werden noch benötigt, eventuell auch hier noch ein, zwei Fabriken mehr, und um das Ganze etwas optisch etwas aufzupeppen, können wir dann auch noch Licht setzen. Das Ganze aber in der nächsten Folge in Factorio mit mir, dem Doskias. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bei Fragen oder auch Anregungen gerne in die Kommentare. Ich schaue da regelmäßig nach und werde natürlich auch alles so gut wie möglich beantworten. Dankeschön und ciao.